Manchmal, wenn ich meine Menstruation habe, will ich einfach nur zu Hause liegen. Ja, also ich persönlich bin davon ja eher schlimmer betroffen. Wir Frauen haben die Möglichkeit, den Zyklus für uns zu nutzen. Out of the box. Was sind deine Gedanken zum Thema Menstruation im Leistungssport? Ein sehr wichtiges Thema, über das man auf jeden Fall reden sollte, das kein Tabuthema sein sollte, weil es einfach super individuell ist. Meine Gedanken sind, dass das sehr beeinflussend auf die Leistung ist, gerade auch der Übergang vom Mädchen zur Frau. Ich glaube, es ist sehr wichtig, darauf einzugehen, gerade weil wir sehr viele Verletzungen auch in der Liga haben, die darauf zurückzuführen sind. Im Rahmen meiner Hausarbeit habe ich halt auch herausgefunden, dass es super wichtig ist, darauf zu achten, ob man jetzt kurz nach seiner Menstruation ist oder nicht, weil dann halt einfach die Verletzungsanfälligkeit höher ist. Manchmal, wenn ich meine Menstruation habe, will ich einfach nur zu Hause liegen und fühle mich nicht so in der Lage, jetzt ein hartes Training zu absolvieren. An Spieltagen ist es tatsächlich anders. Durch das Adrenalin ist es komischerweise dann auch weg. Daher bin ich am Spieltag auch leistungsfähig. Gerade ist es so, dass wir unser Training danach noch nicht steuern. Also individuell kann das schon vorkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Trainingswoche so für die komplette Mannschaft abgestimmt sind auf diese Themen mit der Menstruation. Wir fangen dieses Jahr damit an. Bedeutet, wir würden vielleicht mal ein paar Trainingseinheiten ein bisschen angepasst bekommen. Ich bin dann auch einfach anfälliger für muskuläre Dinge. Dementsprechend ist es dann auch öfters so, wenn ich das RPE dann dementsprechend ausfülle, dass ich dann vielleicht mal einmal nicht im Training bin an dem jeweiligen Tag. Ich achte darauf zum Beispiel, dass ich zusätzlich noch Eisen supplementiere, da ich viel Blut verliere und dementsprechend Eisen. Also ich persönlich bin davon ja auch eher schlimmer betroffen. Ich habe Endometriose und damit ist ja nicht immer so leicht, an Sport zu denken. Es ist immer so gewesen, dass ich schon trainiert habe, aber ich habe mich dann schon ja, körperlich, aber auch mental schlecht gefühlt. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, damit umzugehen. Ich nehme eine Pille dafür, dass ich das nicht mehr so schlimm habe und dementsprechend geht es mir auch jetzt viel besser. Ich kann eigentlich jeden Tag ganz normal trainieren. Wir Frauen haben die Möglichkeit, den Zyklus für uns zu nutzen. In den letzten Monaten und auch Jahren hat man gesehen, dass ich doch auch während der Menstruation leistungsfähiger war. Die Kunst ist ja quasi, oder auch die Wissenschaft zeigt, in welchen Phasen du wie trainieren kannst. Also ich habe quasi so sehr die Hormone mich supporten, einfach noch mal besseres Krafttraining zu machen, um noch stärker zu werden. Anstatt beispielsweise in der Phase, wo du die Menstruation hast, du eher so mehr Rotationsbewegungen machen solltest, nicht zu viel Intensitäten haben solltest, um einfach die Gefahr einer Verletzung, sowohl Muskel- als auch Bandverletzung, aus dem Weg zu gehen. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass eben individuell dann mehr darauf geguckt wird, was das mit einem selber macht, um eben Verletzungen auch vermeiden zu können. Alle Spiele der Frauenbundesliga live bei Magenta Sport.